gegen 5 Uhr für den Kaiser in der Kalesche aus und der Nachmittag war schon führen. Geschwinder nur ist leider der Raum, den man zu befahren hatte, sehr beschränkt. In der Aussicht, die Fahrt zu verlängern, ließ der Kaiser halten. Auf dem Rückweg gegen unsere Wohnung, aber nach dem Lager, von welchem wir nur durch den Hohlgraben abgesondert waren, und fragte, warum man hier nicht durchfährt. Dadurch dieser Raum unserer Ausfahrt um das Doppelte verlängern würde. Man gab zur Antwort, es sei unmöglich, und so setzten wir unsere Rückfahrt fort. Allein, gleichsam, als ob ihn das Wort unmöglich plötzlich aufgeweckt hätte, eine Worte, von dem er sagte, es sei gar nicht französisch, befahl er, man sollte das Terrain untersuchen. Wir stiegen alle aus, die Kalesche fuhr nach dem gefährlichen Punkt hin. Wir sahen, dass sie der Hindernis unerachtet durchgekommen war, und so kamen wir ganz im Triumph zurück, als ob wir unsere Versicherungen verdoppelt hätten. Während des Mittagessen und nach denselben Sprache meine von verschiedenen Kriegsüberfällen. Der große Marschall meinte, was ihm in des Kaisers Lebenslauf am meisten aufgefallen sei, sei in Eila gewesen, wo er sich ganz allein mit einigen Offizieren von seinem Generalstab befand. Und wo plötzlich eine Kolonne von 4.000 bis 5.000 Russen kaum ein paar Schritte von ihm stunde. Der Kaiser war zu Fuß, der Prinz von Neuchâtel ließ es sogar die Behörde herbeikommen. Der Kaiser wirft ihn einen Blick des Wurfs zu, gibt Befehl ein Bataillon seiner Garde, das ziemlich weit hinter ihm stund, verrücken zu lassen, und bleibt unbeweglich stehen, indem er mehrmals, während die Russen marschierten, ausrief: Welche eine Kühnheit! Welche eine Kühnheit! Beim Einblick der Grenadiere von der Garde machten die Russen auf einmal Halt. Es war mehr als hohe Zeit, sagte Bertrand. Der Kaiser war nicht von der Stelle getreten. Jeder Mandeur in der Nähe war für ihn gesichert. Der Kaiser hörte diese Erzählung an, ohne eine Bemerkung zu machen, aber er nahm den Faden nachher wieder auf, indem er behauptete, eins der schönsten Manöver dessen er sich erinnerte, sei das gewesen, was er in Eckmühl ausgeführt habe. Zum Unglück sagte er da war nichts weiter. Der gute Außengangenkrieger, fuhr er fort, hing so sehr vom richtigen Blick und vom Augenblick ab, die Schlacht von Austerlitz, welche so vollkommen gewonnen würde, wäre verloren gewesen, wenn ich 6 Stunden früher den Angriff gemacht hätte. Die Russen zeigten sich dort als jener vortrefflichen Truppen, die man weiter nicht wiederfand. Die russische Armee von Austerlitz hätte die Schlacht an der Moskwa nicht verloren. Marengo führte der Kaiser fort, war die Schlacht, wo sich die Österreicher am besten schlugen. Ihre Truppen haben sich dort bewundernswürdig bewiesen, aber da ging auch ihre Tapferkeit zu Grabe. Seit der Zeit hatte die Wahnsinnige wieder getroffen. In Jena haben sie Preußen nicht den Widerstand geleistet, den man von ihrem Ruhm erwartet hätte. Übrigens wären dieser reichen Haufen von
1814. Und Achsen putzen nichts als Trossa de la Canaille gegen die echten Soldaten von Marengo aus der Lithuania. Der Kaiser erzählte, er sei am Abend vor der Schlacht von Jena in der größten Gefahr gewesen. Er hätte sozusagen aus der Welt kommen können, ohne dass man erfahren hätte, was aus ihm geworden sei. Er hatte sich im Dunkeln den feindlichen Bivouac genähert, um sie zu rekognoszieren. Nur einige Offiziere begleiteten ihn. Der Begriff, den man sich von der preußischen Armee machte, hielt jedermann auf der Route. Man glaubte, die Preußen seien besonders zu Angriffen bei der Nacht bereit. Der Kaiser war auf dem Rückzugsträger, da schoss die erste Fackel von seinem eigenen Lager auf ihn. Das war ein Signal für die ganze Linie. Es blieb ihm kein anderes Mittel übrig, als den Sieger auf den Wacken zu legen, bis der Irrtum vorüber war. Über diese war noch zu besorgen, dass die ganze preußische Linie diese nähe Stunde eingreifen tun mochte. Bei Marengo hatten die österreichischen Soldaten den Sieger von Castiglione, Arcole und Rivoli zwar noch nicht vergessen, sein Name hatte zwar noch einigen Einfluss auf ihr Gemüt, aber sie waren weiter entfernt zu glauben, er sei selber dabei. Sie glaubten, er sei tot. Denn man hatte ihnen absichtlich die Überzeugung beigebracht, er sei in Ägypten zugrunde gegangen. Der erste Konsul, wovon die Sprechen gehörte, sei sein Bruder. Dies Gerüchte hatte sich so allgemein verbreitete, dass Napoleon genötigt war, sich öffentlich in Mailand zu zeigen, um es zu widerlegen.